Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der EFT-Quests-Reihe. Ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, mache ich ein Format, wo ich ein paar Quests von EFT quasi vorstelle und dann auch durchgehe. Und ja, nicht wundern, ich bin jetzt schon Level 28, habe schon viele Quests tatsächlich gemacht. Aber würde jetzt einfach mal bei Laufbursche Teil 1 anfangen, weil die Quests sind ja trotzdem immer noch relevant, egal in welchem Level man jetzt fortgeschritten ist. Also für Laufbursche Teil 1 muss man einen Brief finden. Der ist in Factory, in dem Bunker bei der vorinstallierten Leiche zu finden, in der Weste, glaube ich. Und wenn man den dann rausgeholt hat, man muss den quasi abholen und dann escapen, erfolgreich. Und dann kann man den quasi, soweit ich das richtig herausgefunden habe, an Therapist übergeben. Und dann sehen wir uns gleich, würde ich sagen, in Factory. So, da sind wir wieder. 7 Sekunden noch auf dem Countdown-Timer. Ich habe eine AK-74U, glaube ich, mit. Und ja, auf jeden Fall war das alles von dem Scuf-Run. Hier habe ich gar nichts investiert. Okay, also der Spawn ist ja mal kompletter Abfuck für die Mission. Wir versuchen hier hinten lang zu rennen. Vielleicht das Sneakieste, auch wenn wir gerade steppen wie so ein, weiß ich nicht was. Okay. Wir haben ihn. Gehen aber denselben Weg wieder zurück. Es müsste es gewesen sein. Müsste es gewesen sein. Haben wir es? Oha. Okay, wir haben jetzt hier zu sehen, dass wir quasi den Brief genommen haben, den geholt haben und jetzt werden wir den übergeben. Herr Therapist, schließen dann die Quest ab. Und kommen damit eine neue bei Prepper eigentlich. Laufbursche Teil 2 oder so. Ah, damit können wir jetzt die Quest bei Prepper direkt auch nochmal abschließen. Genau. Ja, als darauffolgende Quest kommt dann Kassensturz. Und diese werden wir dann vielleicht im nächsten Video machen. Bis dahin, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dann ab geht die Welt. Zack. Ach, so ein hässlicher Hurenbock.